Weiter geht's mit Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sollen zur Kartenkammer zurück mit dem Zauberstab, den wir von Mr. Ollivander bekommen. Und in der letzten Folge haben wir auch den. Haben wir Renrock. Quatsch, Renrock. Rookwood. Geschlagen. Bezwungen. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt heißt es eh erstmal abwarten, jetzt heißt es nämlich leveln. Ich weiß gar nicht, wie weit wir noch haben bis zum Level 28, um die nächste Mission anzugehen. Wir haben aber allerdings noch ein bisschen an der Mission auch nicht viel. Gut. Nicht mehr viel. Sehr gut. Und dann können wir uns wahrscheinlich bald auf Avada Kedavra stürzen. Dann haben wir die auch weg. Dann haben wir auch den letzten Fluch freigeschaltet. Was ich. Gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja. Übrigens, der zweite Teil ist bestätigt. Es wird sehr wahrscheinlich kommen. Und ich hoffe natürlich mit ein bisschen mehr Konsequenzen. Sprich, Punktabzug, Punktgewinn. Mehr Unterrichtsstunden, dass man mal ein bisschen mehr lernt und nicht immer nur außerhalb des Schlosses unterwegs ist. Also quasi wirklich mehr im Harry Potter-Style. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter fand. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich... Aber kam er so verdient hat. So viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Ich bin froh, dass ich ihn stoppen konnte. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neef, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten. Und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Hier muss der Weg zum Behältnis sein. Das letzte Behältnis. Dann ist nicht. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Dann ist Renrock der Entgegner.
vermute ich zumindest mal. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja, hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Okay. Scheiße. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Halte die Kurbel an ihn auf. Wenn wir hier sind, kann er nicht weit sein. Jetzt alle, sie machen die Drecksarbeit und er kommt als letztes. Professor. Ich vermute, dass das jetzt irgendwo so ein bisschen das offizielle Finale ist. Zumindest die Mission. So, warte mal, ich will mich mal ganz kurz ein bisschen... Kann ich die so wegpflücken? Das wäre total toll. Jetzt brauche ich hier nicht mehr. Warte mal kurz, ich werde mal ein bisschen Feuer mit reinhauen. Schön, die haben Powertränke. Da ist mich ein Power. Erreichen von Renrock das Bild ist, wie gesagt, nochmal. Ich vermute, dass das jetzt das offizielle Story-Finale sein wird. Also zumindest die Hauptmission, weil ich hoffe, die anderen beiden sind alles Nebenquests. So, da haben wir zwei Unverzeihliche immer auf die Trolle. Der hat sich schon mal weg. Die werden natürlich fressen ohne Ende. Ich bin ein bisschen in der Quelle hier. Das war keine Absicht. Entschuldigung. War der?
So, schön. So, ich heile mich mal wieder ein bisschen. Weiter. Professor, die Mauer. Dort geht es weiter. Sehr aufmerksam, mein junger Freund. Es klappt. Weiter. Lumos. Super schön. Du musst dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht, Professor. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitersuchen. Lumos! Hören Sie, noch mehr Kobolde. Ja, mit Sicherheit. Weil ich doch weil ich euch aufhalten will hier. Warum greifst du eigentlich immer den da hinten an? So, dann greifen wir dich mal kurz eben an. Damit kriegen wir die Schiller. Und den holen wir dich auch noch mit dabei. Puh. Alter Verwalter, ey. Komm, Mann, damals waren 32. Na gut, der war jetzt durch den Unverteidigten relativ zeitnah. So. Entschuldigung. Erstmal aufladen hier. Also beziehungsweise mit Zeug mitnehmen. Jetzt nicht nur Gold ist. Ich guck gerade noch, was ist, was ich vergessen habe. Nein, weiter. Oder doch, hier. Komm näher, Professor. Da lang. Scheiß drauf. Weiter. Ja gut, mit dem Dings ist es relativ easy zu machen, mit dem Unverzeihlichen. Da kannst du auch mal so 32er wegballern. Ey, guck mal, da kommen Freunde, wir kriegen Hilfe. Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Professor. Professor.
Welches er? Du musst den Minahut. Meinst du? Reicht aber für dich. So, haben wir da die Welt. Ja. So ein Kampftroll. Wenig, einer weniger. Adieu. Was für eine kranke Scheiße, aber geil auf jeden Fall. Ich feiere es gerade. Jetzt wirklich, wie gesagt, ich vermute, dass es echt das Finale ist. Und ich hätte Renrock, wie gesagt, als Gegner, als Finalgegner, nicht Wookwood. Wookwood als Gegner und nicht Renrock, so rum. Aber der ist ja mittlerweile schon finito. Oh. Gut, dass wir zu zweit sind. Scheint uns zu helfen, weil wir würdig sind. Wir haben es geschafft. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Noch. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben Sie jetzt damit? Ich werde das Behältnis so lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was denn, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren sie es? Ewig. Die Hüter hatten recht. Das Risiko dieser Magie ist zu hoch.
Es liegt in meiner Verantwortung, sie zu beschützen. Ich verstehe. Aber sie sind nicht allein. Ich helfe ihnen so gut ich kann. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Ranrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtig-tuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf. Ja, nee, ist klar. Übertreib halt! Aber die Nummer, gehen wir in der nächsten Episode an bei Let's Play Hogwarts Legacy.